Was mache ich denn? Ihr muss es doch irgendwie noch was geben. Hier liegen Sachen. Was ist das denn? Hier liegt ein kleiner Datenträger. Mal schauen, was da drauf ist. Sieht aus wie ein Schema oder ein Plan für irgendwas. Vielleicht kann ich damit was anfangen. Ich speichere es einfach mal ab. Speichern. Okay. Was passiert denn, dass ich da... Okay, das passt zusammen. Aber was genau zeigt mir dieser Plan jetzt an? Ist das das Abwassersystem oder sind das die Lüftungsschächte? Da der hier in den Lüftungsschächten rumgefrüttelt hat, würde ich mal tippen, die Lüftungsschächte. Wo muss ich denn damit hin? Ins Experimentallabor, ne? 1, 2, 3 nach vorne. Rechts. Rechts, links, rechts, rechts. Okay. Rechts, links, rechts, rechts. Gut. Dann probieren wir das mal aus, ob wir das so hinkriegen. Satz mit X. War wohl nix. Auf ein neues. Oh nein. Keine optischen Ortungssysteme, keine Raumscanner. Was hat Pulli denn da für ein primitives Modell? Wie soll ich denn damit zurechtkommen? Links. Rechts. Weiter rechts. Rechts, dann sind wir im Experimentallabor, ne? So wie sich das anhört, bin ich direkt über diesen Roboterarm. Aber selbst wenn es mir gelänge, die schon wieder zu stören, wird das wohl kaum diesen Sicherheitsfuzzi von seinem Stuhl holen. Das erledigen dann die Laboranten. So wie sich das also anhört, da muss ich auch nicht hin. Wo kann ich denn sonst irgendwie was? Prototyp-Test. Immer nur geradeaus und links. Wobei, was sagt denn hier mein... Jetzt habe ich Zugang zum kenne aber den Zahngriff für den Eingang nicht. Solange die Wachen da ist und das ganze Personal drin, habe ich kaum Chancen, zu Martel zu kommen. Ich muss ihre Aufmerksamkeit irgendwie ablenken. Vielleicht kann mir der offene Lüftungsschacht behilflich sein. Ja, aber wo soll ich denn damit hin? Satz mit X. War wohl nix. Probieren wir halt... Oh nein. Keine optischen Ortungssysteme, keine Raumscanner. Ganz geradeaus und rechts. Was ist denn da für ein primitives Modell? Wie soll ich denn damit zurechtkommen? Wo bin ich denn hier gelandet? Dem Geräusch nach zu urteilen, könnte das der Raum mit den Prototypen sein. Aber was kann ich in einer vollautomatisierten Testabteilung mit meinem Leclerc schon anrichten? Wo bin ich denn hier gelandet? Okay. Dann könnten wir die Explosivstoffe nehmen. Zweite rechts, links, links. Satz mit X. Wir probieren einfach alle Räume durch. Oh nein. Keine optischen Ortungssysteme, keine Raumscanner. Zweite rechts. Was hat Pulli denn da für ein primitives Modell? Wie soll ich denn damit zurechtkommen? Links. Rechts. Links, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht total täusche, befinde ich mich genau über diesem Sprengstofflabor. Da sollte es eigentlich doch möglich sein, für ein bisschen Unordnung zu sorgen. Was habe ich jetzt gemacht? Okay. Bumm. Cool. Mann, oh Mann, oh Mann. Was müssen die hier auch mit Sprengstoff romantieren? Da sieht man, wie gefährlich das ist. Genau.
total gefährlich. Nicht mit Sprengstoffen spielen. Auch nicht an Silvester. Nein. Ja. Bumm. So. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Hallo. Hier kann ich gar nichts machen. Gehen wir hier hin. Hier werden die letzten Überwachungsvideos gespeichert. Mal sehen, ob ich etwas finde, das mir weiterhilft. Na, wer sagt's denn? Volltreffer! Da ist es wieder. So, kann ich hier noch was mitnehmen? Nö, ne? Viel mehr gab es hier, glaube ich, nichts zu tun. Solange ich diesen Nummerncode nicht kenne, komme ich da nicht rein. Falsch. Okay. Warte mal. Ja, schön. Was für eine Unordnung. Scheint immer noch ein... Wenn ich in Martels Büro will, brauche ich seine Stimme. Vielleicht finde ich ja in den Überwachungsvideos etwas, das mir weiterhilft. Hier scheint was Brauchbares zu sein. Nene, ich bin euch sehr dankbar. Ihr habt wirklich ganze Arbeit geleistet. Der Prototyp des stärksten Superbohrers ist fertiggestellt und dank eurer Bemühungen sogar just in time. Ich verspreche euch, mit diesem Bohrer werden wir Geschichte schreiben. Die Galaxis wird endlich wieder erfahren, was terranische Technologie bedeutet und kann. Seit heute 15:00 beginnt eine neue Zeitrechnung. Aber, wie ihr wisst, ist Forschung und Entwicklung das eine, die Anwendung im Feldversuch das andere. Bis wir die Genehmigung der Regierung für die ersten On-Terrain-Tests haben, werden die Sicherheitsmaßnahmen auf höchste Priorität gesetzt. Soll heißen, dieser Hangar wird versiegelt und bis auf weiteres bedarf jeder Zutritt meiner Genehmigung. Zuwiderhandlung wird drastisch bestraft. Haben wir uns verstanden, Männer? Jawohl, Chef! Also, leitet die letzten Maßnahmen ein. Ab heute Abend ist dieser Hangar Sperrgebiet. Okay, Chef, aber was ist mit Erwartung? Darauf werden wir verzichten, bis wir grünes Licht von ganz oben haben. Das kann nicht lange dauern und so lange hält's die Maschine auch ohne Politur aus. Was ne Hackfresse. Stimmeinlesung erfolgt. Übereinstimmung 97%. Dann müssen 97% ausreichen. Sehe ich auch so. Aber ich habe eine Idee mit dem Zahlenkopf. Wir haben ein singendes Kristall. Nicht wirklich. Okay. Hätte ja klappen können.
Schön. Was haben wir? Na, guck mal. 0, 2, 4, 6 und die 8. Solange ich diesen Nummerncode nicht kenne, komme ich da nicht rein. Na toll, jetzt kenne ich die Zahlen, aber nicht die Reihenfolge. Das habe ich mir auch leichter vorgestellt. Na endlich. So. Immer noch verschlossen. Die Tür ist wohl noch durch ein anderes System gesichert. Hä? Und nun? Das ist aber doof jetzt. Warte mal, da oben ist noch ein Monitor, den ich anklicken kann. Die Kamera ist wohl durch die Explosion beschädigt worden. Ja, schön. Ich muss aber in diese blöde Pisstür, Alter. Alde! Der fruddelt doch da links erst in der Ecke rum. Das wollte ich euch ja schon mit dem Finger zeigen. Ihr könnt das aber nicht sehen, wenn ich mit dem Finger da drauf zeige. Ach hier, diese blöde scheiß ID-Card-Kacke, ne? Laszlo Daikonu, wissenschaftlicher Assistent von Malcolm Delian, Gastdozent von Arkon 2, mit wissenschaftlichem Forschungsauftrag der Regierung der Liga Freier Terraner im Fachbereich Robotik und viele androide Systeme. Scan aktiviert. Scan positiv. Identifiziere Laszlo Daikonu. Ja. Kann ich jetzt da rein? Danke. War doch einfach. Wir fangen hier an. Der Testraum für die Prototypen. Ebenfalls verschlossen. Der Zugang zu Aimos Büro. Natürlich gesichert wie eine militärische Anlage. Selbst wenn ich nicht als Laszlo, sondern als Resident persönlich hier stünde, käme ich ohne seine Erlaubnis nicht rein. Aber wie komme ich zu ihm? Verdammt. Ja, du musst hier das da mit dem da. Stimmerkennung aktiv. Bitte identifizieren. Aimo Martel. Stimmerkennung negativ. Frequenzen konnten nicht vollständig gelesen werden. Bitte Vorgang wiederholen. Aimo Martel, Türe bitte öffnen. Stimmerkennung negativ. Frequenzen konnten nicht vollständig gelesen werden. Bitte Vorgang wiederholen. Aimo Martel, verdammt, ich muss da rein, du dumme Kuh. Willkommen, Professor Martel. Fluchen hilft doch bei Computern. Meine Frau versteht das nicht. Ich sag, es geht immer. Verdammt, Aimo. Sein Gesicht ist eingefallen. Seine Haut wie ausgetrocknet. Keine äußeren Verletzungen. Er scheint von innen verblutet zu sein. Ja, so sieht's aus.